das ist ja toll, dass Sie heute da sind. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ja. Das ist absolut meine Lieblingsausstellung, weil es gibt ja inzwischen keinen Beruf mehr, keine Lebenslage mehr, wo nicht in irgendeiner Form Digitalisierung drinsteckt. Und zu verstehen, wie Computer denken, ich nenne das immer das informatische Denken, ist ganz, ganz wichtig. Es muss nicht jeder Programmierer werden oder Programmiererin, aber es muss jeder verstehen, wo und wie ein Computer eingesetzt werden kann und wo er helfen kann. Ja, die Geschichte der Digitalisierung der Computer kann man hier natürlich besonders schön erkennen. Genau, und ich meine, es fängt ja an mit dem Binärsystem. Also das Binärsystem ist ja super einfach, Nullen und Einsen, aber es ist deswegen so wichtig, weil es im Prinzip alle diese Rechner, fast alle diese Rechner, die wir hier sehen, betreibt und zugrunde liegt. Ich glaube, das kann man hier ganz, ganz plastisch sehen. Was ist denn das für ein Rechner? Das ist die Univac 1, einer der ersten Röhrenrechner, die in Deutschland für ein erstes Rechensystem verwendet wurden. Wahnsinn. Und eine Röhre ist ja in dem Fall ein Bit. Genau, es ist ein Schalter. Man kann in 0 und 1 einschalten. Also Spannung an, Spannung aus. Und das Faszinierende ist ja, dass es bis heute tatsächlich so funktioniert. Also ein Bit ist nach wie vor ein Bit. Wir haben das viel, viel mehr. Und wenn das mal verstanden ist, dieses Grundprinzip mal verstanden ist, ich glaube, dann kann man sich also vorstellen, warum der Rechner das tun kann, was er tut. Und das war dann einer Ihrer allerersten Rechner, der hier steht? Das war mein erster Rechner, genau. Der ZX81 von Sinclair, das war im Jahr 81, habe ich den bekommen. Und der hat 1 Kilobyte Speicher. 1 Kilobyte, das sind 1024 Byte. Ja, damit lässt sich noch nicht so viel machen, denkt man heute. Und was haben Sie dann? Also Sie haben gemeint, Sie haben damit Programmieren gelernt und haben Sie dann auch was Cooles gemacht? Ja, ich habe dann das erste Spiel programmiert, das war Pac-Man, dieser kleine Pac-Man. Und den habe ich nachprogrammiert. Und dann habe ich für meinen Vater ein Warenwirtschaftssystem programmiert. Und dann ist er mit diesem Gerät, mit meinem Homecomputer und einem Kassettenrekorder, auf dem man die Daten gespeichert hat, ins Büro gelaufen. Man musste ihn an den Fernseher anschließen, das war der Bildschirm, und hat dann seinem Chef gezeigt, guck mal hier, die Computer, da wird sich die Welt verändern. Das klingt total cool. Das klingt echt spannend, dass Sie das so miterlebt haben. Ne? Ja, ja. Ich war noch ein bisschen jung, aber ich finde es total faszinierend, diese Geschichten. Ne? Ja, wollen wir mal noch was von 1981 anschauen, was ja, ein bisschen genau. mehr Power hatte genau, damals? Ja? Genau, okay, ja, gehen wir mal um die Ecke. Mhm. So einen Supercomputer angucken, der ein bisschen mehr Speicherplatz hatte. Genau. Also jetzt sind wir im Jahr 81. Das ist die Cray 1. Und wir haben hier ein bisschen mehr Speicherkapazität. Also wir sind bei 8 Megabyte. Und die Cray wiegt aber 5 Tonnen. Also mit Kühlsystem, ja? Mit Kühlsystem. 3 Tonnen Kühlsystem und der Rest ist Kabel. Und das war eine Wasserkühlung? Das war eine Wasserkühlung, Die wurde auch ausgebaut jetzt, damit wir hier sie überhaupt hinstellen können. Ja, ja. Und was man hier sieht, sind also wirklich kilometerweise Kabelstränge. Und die Cray wurde in dieser Schneckenform gebaut, damit die Kabel so kurz wie möglich bleiben. Was hat man denn darauf jetzt gerechnet? Was war da der? Also ganz verschieden. Aber in den USA wurden sie zum Beispiel auch zur Kryptoanalyse verwendet. Also um auch zu versuchen, verschlüsselte Nachrichten zu entschlüsseln zum Beispiel. Das ist natürlich das, was man dann denken möchte. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und in Europa war die erste Anwendung, Wetterdaten zu berechnen. Genau. Wahnsinn. Und wie viele Rechenoperationen hat die gemacht? 80 Millionen pro Sekunde. Das war schon richtig viel. 80 Megaflops, das ist schon viel. Ja, Wahnsinn. Ja, auch ein Supercomputer der frühen 80er Jahre. Ja. Wollen wir mal einen Blick auf die Platinen werfen? Das wäre super spannend. Okay, ja. Dann gucken wir mal um die Ecke. Also das ist eine von den Platinen aus der Cray. Aha. Und die stecken jetzt da drin und das ganze Ding ist voll mit diesen Platinen. Ja. Und wie viel sind da ungefähr so drin? Also mal ganz grob geschätzt, um die 1000 Platinen waren da drin. Aber das ist ja ein integrierter Schaltkreis. Das war ja, glaube ich, die Neuerung bei der Cray, gell? Genau, also das war einer der ersten Supercomputer, die eben mit integrierten Schaltkreisen gerechnet haben, also mit Chips. Mhm. Ja. Also nach wie vor das Binärsystem, was wir ja uns vorher schon mal angeschaut haben und besprochen haben, aber eben jetzt hochgradig integriert auf diesen Platinen und dann so zusammengeführt. Vielleicht einfach mal, um das Ganze in Relation setzen zu können. Ich habe mal mein Handy mitgebracht. Ja. Der kann 7 Trillionen Operationen pro Sekunde machen. Ja. Das ist etwa so 10 Millionen Mal mehr als diese Cray. Es ist wirklich der Hammer. Ja, ja.
Ja, aber das bringt uns natürlich auch so ein bisschen ins nächste, in die nächste Generation, die künstliche Intelligenz, die jetzt sogar mit solchen Geräten möglich ist, also zum Beispiel Gesichtserkennung und solche Dinge. Es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung auch für neue zukünftige Ausstellungen beispielsweise in der Informatik. Ja, wie wollen wir sowas darstellen? Wie soll sowas ausgestellt werden? Also die Größenvergleiche sind auf jeden Fall schon mal super spannend. Ja. Und dann geht es eben weiter, wenn wir sagen, wir zeigen Software oder wir stellen künstliche Intelligenz aus, die Geschichte der KI, die Anwendungen, auch die Ängste vielleicht, was Menschen mit der KI verbinden. Ja, da haben wir viele Themen noch. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch Unterstützung gebrauchen könnten vom Freundeskreis. Da können wir, glaube ich, echt mal zusammen uns hinsetzen, überlegen, wie wir da vielleicht auch sogar mit den Junioren im Freundeskreis neue Impulse kriegen, was die denn sehen wollen, wie sie sich vorstellen, wie die Digitalisierung nach der Generation, die wir jetzt hier gesehen haben, denn weiter im Museum leben kann. Also diese Ausstellung hört in den Ende der 80er auf. Und wir haben ja heute schon eine ganz andere Art, um über Computer nachzudenken. Und vor allen Dingen wissen wir auch, dass eventuell ein Quantencomputer bald so weit möglich sein wird, dass er sinnvoll rechnen kann. Ja, ganz, ganz spannende Thematik. Also Quantencomputer sind praktisch jetzt in dem Status, in dem wir jetzt hier so diese Rechner gesehen haben, ganz, ganz am Anfang. Und im letzten Herbst haben wir so einen ersten einen kleinen Schritt zeigen können. Das nennt sich Quantum Supremacy Experiment, wo bewiesen werden konnte, dass der Quantencomputer eine Aufgabe lösen konnte, in dem Fall in 200 Sekunden, die der größte Supercomputer, den es auf dem Planeten momentan gibt, in 10.000 Jahren nicht hätte lösen können. Glauben Sie, dass der Quantencomputer sich im Museum ausstellen lässt? Na, der lässt sich sicherlich irgendwann mal im Museum ausstellen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass der Quantencomputer nicht so, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, eine Evolution ist, sondern es ist ein ganz anderer Rechner. Was ein Quantencomputer sehr gut kann, sind Dinge wie Simulation, Materialsimulation zum Beispiel. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie die nächste Ära des elektrischen Fahrens aussieht, müssen wir an Batterien forschen, da sind Quantencomputer gut. Oder auch für künstliche Intelligenz. Dann danke ich Ihnen, dass Sie hier zu Besuch waren. Es war super spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, wir haben wirklich gesehen, dass die Digitalisierung nicht erst seit 10 Jahren da ist, sondern die Anfänge haben Sie hier wirklich super ausgestellt. Und jetzt gerade in der Krise ist es ja auch wichtiger als je zuvor. Ich glaube, das haben wir alle am eigenen Leib die letzten Wochen erfahren, wie wichtig Digitalisierung für uns jetzt ist in der Corona-Krise. Ja, genau. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend und der Freundeskreis freut sich, die Zukunft der Informatikausstellung gemeinsam zu gestalten. Gerne.